Ja, ich bin so verrückt, ich habe mir passende Hüllen für mein iPad und für mein MacBook gekauft. Wie manche von euch vielleicht wissen, habe ich mir ein neues iPad gekauft, und zwar das iPad Pro 2020 12,9 Zoll. Dazu habe ich eine Hülle gebraucht. Ich habe mich für diese entschieden, ich bin gespannt, ob ich es mit Tastatur und allem reinkriege, aber das werden wir gleich herausfinden. Dabei habe ich entdeckt, dass es das gleiche Design auch für MacBooks gibt und sogar für mein MacBook. Also habe ich mir auch diese Hülle bestellt. Und weil ich so ein Gadget-Fanatiker bin, gibt es auch so eine coole Gadget-Tasche, auch im gleichen Design. Ich bin ein Native Union-Fan. Ich glaube, der Rest ist selbst erklären, was danach passiert ist. Schauen wir uns das Ganze mal an. Es gibt generell nicht viel zum Auspacken. Das Ganze war noch in einem Sack drinnen. Und hier ist auch nichts drinnen, das ist einfach nur Karton. Und damit ist die Hülle auch schon ausgepackt. Genauso ist es natürlich bei den anderen Sachen. Und hier könnte vielleicht noch irgendein Schaumstoff oder so drinnen sein, aber die ist leer. Es gibt nur Silica-Gel. Und ansonsten schauen wir uns das Ganze mal an. Also die Hüllen sind alle aus Leder, soweit ich das verstanden habe, und Stoff. Und hinten ist hier zum Beispiel nur Stoff. Hier ist noch ein kleines Native Union Emblem. Und hier hat man auch ein Fach, wo man etwas reingeben könnte. Ein Reißverschluss mit sogar Gummidichtung. Also das Ganze ist sicherlich auch spritzwasserfest, was ich sehr, sehr gut finde. Drinnen gibt es noch eine Karte für Garantie, ein kleines Fach, noch einmal Silica Gel. Die Hülle ist innen gepolstert und es ist so eine Art Memory Foam, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht nur Schaumstoff, sondern wenn man reindrückt, dann bleibt die Form auch so. Sehr, sehr cool. Und auch die Hülle, wenn ich mir die anderen ansehe, bei der iPad-Hülle genauso hier das Fach. Und drinnen ist sie auch gepolstert, auch Memory Foam mäßig. Und hier ist es allerdings magnetisch, also da kommt das iPad einfach rein und es schließt sich von selber. Die ist generell etwas dünner und hier hat man wieder so einen Reißverschluss mit Gummi bei der Tasche. Also auch die ist spritzwasserfest. Ansonsten, alle drei Sachen haben genau die gleiche Farbe und wenn ich mir das so ansehe, hochwertigst verarbeitet, also überhaupt keine offensichtlich schlechte Naht, keine Fäden. Es wirkt sehr, sehr edel, sehr stabil. Auch etwas stabil, also wenn das runterfällt, gerade die iPad-Hülle, fällt mir auf. Hier vielleicht nicht so, aber dann hat man auch einen Schutz, dass zum Beispiel die Kanten nicht kaputt gehen. Das Wichtigste an Hüllen ist natürlich, ob die Sachen auch wirklich reinpassen und wie sie reinpassen. Dazu gebe ich jetzt mal mein 15 Zoll MacBook hier rein. Und es hat etwas Spiel in der Längs, aber nach oben und unten bewegt sich es eigentlich gar nicht. Aber generell passt es tadellos rein. Es lässt sich auch leicht herausnehmen, wenn man es schafft, dass man den Reißverschluss ganz aufmacht. Optisch ist es ein absolutes Highlight. Die Hülle selbst ist auch nicht sehr schwer, also man kriegt nicht viel zusätzliches Gewicht in die Tasche. Und das Gerät, hier das MacBook, ist eben wunderbar geschützt. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen weiter zur iPad-Hülle. Hier ist natürlich jetzt die große Frage für mich, wie das iPad reinpasst. Also alleine passt es auf jeden Fall schon mal super rein. Es hat Platz in alle Richtungen. Das heißt, ich vermute, sie haben schon mit dem Hintergedanken einer Tastatur konzipiert. Und der Magnet ist sehr stark. Das heißt, das iPad wird von selbst definitiv nicht rausrutschen, wenn man den Magnet nicht öffnet. Ich habe mir dann zusätzlich eben das neue Magic Keyboard geholt, also mit Tastatur und Trackpad fürs iPad. Gebe ich das einfach mal rein und ich hoffe jetzt sehr, dass es sich hier drinnen trotzdem ausgeht. Es wird sicherlich enger werden, aber so viel Platz wie vorher war, denke ich, haben sie mitgedacht. Und wenn man ein bisschen nachhilft, jawohl, geht sich aus. Das ist natürlich jetzt schutzmäßig absoluter Overkill, aber da ich auch die Tastatur schützen will, weil es halt doch nur Gummi ist und sie sich abschleifen könnte, wenn das iPad runterfallen sollte, schützt die Tastatur halt relativ wenig. Damit wird es definitiv besser geschützt. Also auch das ist kein Problem. Wenn man es jetzt auf die Spitze treiben will, kann man natürlich noch einen Apple Pencil reinlegen. Und der wird hier oben magnetisch angeklipst. Jetzt ist natürlich die Frage,
ob er da auch dran bleibt, wenn man das iPad reinschiebt. So. Und es geht. Der Apple Pencil bleibt dran. Fantastisch. Wenn wir rausholen, bleibt er nicht mehr dran. Da bleibt er drinnen. Also man kann alles reinkriegen. Apple Pencil bleibt wahrscheinlich drinnen hängen. Kommt auch auf die Dicke der Tastaturen. Ich glaube, die alten Tastaturen ohne Trackpad sind ja generell ein bisschen dünner. Das heißt, da könnte man weniger Probleme haben. Aber wenn man es damit reinkriegen möchte, geht's auch. Und darüber bin ich sehr, sehr happy. Zu guter Letzt habe ich mir noch diesen kleinen Organizer bestellt. Das Besondere an ihm ist, dass er speziell für Technik-Gadgets ausgelegt ist. Das heißt, die Reißverschlüsse gehen bis hier unten auf und man kann ihn so aufklappen, dass man wirklich Zugang zu allem hat. Hier hat man wieder so eine Garantiekarte. Hier sind ein paar Gummis. Hier ist so eine etwas steifere Wand drinnen. Ein Reißverschluss, ein kleines Fach für Sachen. Und hier könnte man beispielsweise einen Apple Pencil reingeben, wenn er sich in der Hülle nicht ausgeht. Perfekt. Wirklich schöne, schöne Sachen. Ja, Hüllen sind vielleicht nicht das Aufregendste, aber wenn es so coole und so schöne Sachen sind, dann ist es definitiv wert, auch diese mal herzuzeigen. Ich bin wunschlos glücklich. Es sieht alles gleich aus. Was will man mehr? Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.